Einen ganz wundervollen guten Nachmittag wünsche ich euch zusammen. Heute wollen wir uns wieder mal in unserer Bitcoin-Tutorial-Reihe angucken, wie wir Bitcoin kaufen können und auch wie wir es verkaufen können. Und das ist gar nicht mal so einfach, wie man sich das Ganze jetzt vielleicht vorstellt. Ich will euch heute die wohl bekannteste Plattform, zumindest hier in Deutschland, zeigen, und zwar bitcoin.de. Dann möchte ich noch kurz zeigen, warum die so gut ist, was es vielleicht noch so für Alternativen gibt. Das werde ich allerdings nur mündlich machen und dann wollen wir einfach kurz mal hier reingucken. So, was ist Bitcoin.de? Bitcoin.de ist ein Marktplatz. Das heißt, ihr kauft diese Coins nicht von Bitcoin.de, sondern ihr kauft diese Coins von anderen Menschen, also anderen ganz normalen Usern, die hier eben ihre Coins zum Verkauf anbieten. Das ist ganz normal bei Bitcoin, dass man solche Sachen auf einem Marktplatz kauft und nicht direkt von irgendeinem großen Handel. Weil oftmals sind hier wirklich Zahlen im Spiel, die einfach oftmals auch das Volumen übersteigen, das man sich als Webseitenbetreiber oder von mir aus auch als Bank oder sowas erlauben kann. Also sagen wir mal hier, wir möchten zum Beispiel 5 Bitcoin kaufen, dann ist es absolut kein Problem. Okay, es ist ein kleines Problem. Wir gehen hier mal auf weitere Verkaufsangebote. Ah, jetzt hat es mich wieder ausgeloggt. Ja, super. Okay, dann logge ich mich mal ganz kurz wieder ein. So, da bin ich wieder. Das Ganze ist natürlich jetzt, nennen wir es mal etwas gewöhnungsbedürftig. Das Problem ist hier natürlich auch, wir brauchen mehrere Schritte zum Verifizieren. Also die meisten Leute sagen, wenn sie von jemand anders kaufen, also nehmen wir mal an, ich möchte jetzt hier Bitcoin kaufen, dann möchte ich natürlich auch eine gewisse Sicherheit haben, denn ich habe keine Garantie, dass mein Geld wirklich auch dazu führt, dass ich auch am Ende Bitcoin habe. Was die Verkäufer ganz einfach machen, ist, die überweisen euch erst die Bitcoin wirklich, wenn ihr auch tatsächlich das Geld per SEPA-Überweisung oder, dazu kommen wir gleich, per SEPA-Überweisung, auf deren Konto ist. Das heißt, wenn die das Geld sehen, dann schicken sie euch die Bitcoin los. Ihr als Käufer habt dann aber keinerlei Chance, diesem Verkäufer auch wirklich seine Bitcoin abzuluxen. Denn der kann ja theoretisch mit eurem Geld einfach abhauen und dann war's das. Das ist das große Problem, was man jetzt hier bei Bitcoin hat. Und immerhin ist das Ganze ein Marktplatz. Das bedeutet, ja, wir haben jetzt hier halt die Schwierigkeit, wir müssen irgendwie schauen, dass wir den anderen Usern vertrauen, ohne dass wir sie halt tatsächlich kennen. Das ist immer so ein bisschen das Problem bei einem Marktplatz. Bitcoin.de springt da auch nicht wirklich für euch ein. Das heißt, klar, es gibt so ein gewisses Vertrauenslevel, das sehen wir hier. Wenn wir jetzt zum Beispiel hier drauf gehen, das ist ein vollständig identifizierter User, dem können wir mehr oder weniger vertrauen. Das hier ist auch noch ein User, der Expresshandel hat und das Blaue bedeutet hier Expresshandel oder Standardüberweisung. Das heißt, hier kann man sich sozusagen aussuchen, welche Zahlungsmöglichkeit man hat. PayPal werdet ihr so ziemlich nirgends finden, denn PayPal hat ein ganz gewisses Etwas in seinen Klauseln drin und das bedeutet, der Käufer kann jederzeit bei digitalen Gütern, also mehr oder weniger ist es das Endresultat davon, aber das ist ja schon sehr, sehr häufig vorgekommen, der Käufer kann einfach wieder hergehen und sagen, dieses Zeug ist bei mir nie angekommen. Man könnte zwar auf der Blockchain nachgucken, man könnte auch den E-Mail-Verlauf vorlegen, aber PayPal war es bislang in sehr, sehr vielen Fällen so, dass es einfach wieder so akzeptiert wurde und es wurde dann einfach gesagt, okay, das Geld geht einfach wieder zurück an den Käufer. Das heißt, man hat im Endeffekt Bitcoin for free bekommen. Das ist jetzt keine Aufforderung, sowas zu tun, sondern einfach nur ein Grund, warum man hier jetzt zum Beispiel keine Bitcoin per PayPal kaufen kann oder warum ihr zum Beispiel auch auf eBay oder sowas keine Bitcoin kaufen werdet können. Also solche Sachen muss man halt irgendwie wissen. Deswegen zeige ich euch auch hier gerade bitcoin.de. Das ist, wie gesagt, ein Marktplatz. Man kann hier jetzt einfach auf Kaufen gehen und dann müsst ihr halt Geld an jemanden überweisen. Ihr müsst schauen, dass ihr schnell seid, denn wenn die Angebote weg sind, dann sind sie halt auch wirklich weg. Und manche Angebote kann man halt auch nicht immer machen. Das heißt, ich kann jetzt hier zum Beispiel nur SEPA-Angebote kaufen. SEPA bezeichnet eine ganz normale Überweisung über eine Bank tatsächlich. Das heißt, ich überweise Geld auf ein anderes Konto, dann sieht er das auf dem Konto und dann schickt er mir Bitcoin auf irgendeine Adresse. Das dauert erstmal circa 2 Tage, bis das Geld von Konto auf Konto ist. Plus dann nochmal, je nachdem wie viel Fees man einsetzt, normalerweise so innerhalb von 24 Stunden sind die Bitcoin dann auch wirklich da, sobald die Überweisung da ist. Das heißt, so circa 3 Tage müsstet ihr schon einplanen, wenn ihr hier Bitcoin kaufen wollt. Das heißt, das Ganze ist ein sehr, sehr langwieriger Prozess. Das Problem, was wir hier weiterhin noch haben, man kann hier je nachdem auch als Verkäufer den Trust Level einstellen und den Legitimationsstatus und den Sitz meiner Bank. Und dann bleiben mir persönlich nicht mehr so allzu viele Optionen hier,
Wobei ich halt persönlich nicht komplett verifiziert bin, noch nicht. Dazu komme ich gleich. Aber es sind schon mehr geworden. Dazu, wie gesagt, gleich noch mehr. Wenn man hier anfängt, dann hat man erstmal überhaupt kein Trust-Level, sagen wir mal. Und wenn man dann seine erste Überweisung macht, dann kriegt man einen Trust-Punkt dazu. Wenn man dann noch eine Überweisung macht, kriegt man noch einen Trust-Punkt und so weiter und so fort. Und dann kann man eben so ein gewisses Limit einstellen. Ein weiteres großes Problem, was ihr hier habt, ist, ihr könnt zwei Sachen machen. Entweder ihr eröffnet ein Konto bei der Fidor Bank, heißt das Ding, glaube ich. Das ist die Bank, die tatsächlich hinter bitcoin.de steht. Also die kooperieren auch mit der Bank. Und ja, dann habt ihr die Möglichkeit, sozusagen diesen Expresshandel zu machen. Dann geht erstmal die Bank her und legt euch das Geld aus, zieht es aber von eurem Konto wieder ein, sozusagen. Das können die machen, weil, ja, ist halt so. Und das geht dann deutlich schneller natürlich, wenn man nicht auf die SEPA-Überweisung warten muss. Wenn ihr das nicht macht und ich hab mich persönlich dagegen entschieden, so ein Konto aufzumachen, dann seid ihr auch nicht in der Lage, euch komplett zu verifizieren. Also so eine vollständige Identifikation seid ihr erstmal nicht in der Lage zu machen. Das heißt, ihr könnt zum Beispiel hier diesen grünen Haken, den hier fast alle eigentlich haben, den habt ihr nicht. Und das bedeutet natürlich, euer Angebot wird auch sehr, sehr wahrscheinlich schlechter gekauft. Sprich, ihr könnt nur zu einem schlechteren Preis wieder Bitcoin verkaufen. Das ist was mich persönlich sehr, sehr stört, dass man heutzutage irgendwie fast überall muss man sich verifizieren, um wirklich Kryptowährungen zu kaufen. Das finde ich, machen natürlich auch irgendwie Kryptowährungen komplett im Arsch. Das heißt, es geht einfach alles kaputt, weil ja, ich möchte mir Anonymität verschaffen, indem ich Kryptowährungen habe, aber ich muss mich mit meiner vollständigen Adresse, mit einem Postident-Verfahren, sprich mit meinem Perso oder mit einem Video, mit meinem Gesicht drauf und einem Zettel, wo mein Name draufsteht, muss ich mich verifizieren, um überhaupt eine Kryptowährung kaufen zu können. Kurz noch zu dieser Verifizierung. Ihr könnt ein Ident-Verfahren direkt nach der Anmeldung einleiten. Das kostet euch dann aber so um die 15 € oder sowas und das ist gar nicht mal so wenig. Gut, wenn man jetzt in Bitcoin oder in Kryptowährung redet, ist es sehr, sehr wenig. Aber nehmen wir mal an, ihr seid ganz normal Student oder Schüler oder sowas und habt nicht so viel Asche auf der Seite. Dann sind auch 15 € was, was man sich eigentlich gerne sparen möchte. Was Bitcoin.de euch dann anbietet, ist Folgendes. Ihr könnt euch kostenlos verifizieren lassen, wenn ihr im vorigen Kalenderjahr, das ist jetzt gerade zu Ende, also sprich 2018, wenn ihr in 2018 mehr als 2200, soweit ich weiß, sind es Bitcoin gehandelt habt, dann könnt ihr euch kostenlos identifizieren lassen. Ein zweiter Punkt ist, wenn ihr euch kostenlos verifizieren lassen habt, dann könnt ihr auch mehr Bitcoin handeln. Denn solange ihr nicht komplett verifiziert seid, könnt ihr im ganzen Kalenderjahr nur 2.500 € in Bitcoin oder andere Kryptowährungen investieren. Also man kann mittlerweile auch Bitcoin Cash und Ethereum oder Ethereum, Entschuldigung, ich kann es immer noch nicht, kann man da mittlerweile auch dafür kaufen, aber ja, eben maximal für 2.500 €. Und das ist, wie man vielleicht weiß, insgesamte Transaktionen sind da nicht so allzu viele. Gut. Und ihr könnt, was mir auch noch gerade auffällt, also ich habe Bitcoin.de jetzt schon ein paar Mal benutzt, deswegen weiß ich solche Sachen einfach. Ihr könnt auch nicht für mehr als 1.000 €, soweit ich mich erinnere, mehr könnt ihr nicht pro Transaktion kaufen. Das heißt, ihr müsst sozusagen mehrere Transaktionen dann auch von dem Bitcoin machen und ihr müsst dann auch jedes Mal die Fees dafür bezahlen, dass eben diese Bitcoin an euch überwiesen werden. Und das wird auf Dauer schon relativ teuer. Deswegen, ja, meine Empfehlung. Habe ich ehrlich gesagt keine. Es gibt noch andere Marktplätze. Bitcoin.de ist jetzt für uns wahrscheinlich der relevanteste und beste Marktplatz, auch so ein bisschen. Es gibt noch andere Marktplätze und die möchte ich euch ganz kurz nur namentlich ernennen, wobei ich zeige euch einfach kurz die Webseiten. So, die zwei vermutlich weiterhin bekanntesten Plattformen, wo man Sachen kaufen kann, ist wahrscheinlich Anycoin Direct und Bitfinex, wobei ich jetzt zunächst einmal bei Anycoin Direct anmerken muss, die nehmen aktuell keine neuen User mehr auf. Das heißt, wenn ihr hier noch nicht registriert seid, dann könnt ihr euch auch, da steht es übrigens, dann könnt ihr euch auch tatsächlich aktuell gerade nicht registrieren. Ich weiß nicht, wann sie das wieder ändern oder ob sie es wieder ändern. Ich hoffe es zumindest. Aber ansonsten braucht ihr auch hier ein Identifikationsverfahren und zwar ein vollständiges Identifikationsverfahren, um mehr als nur 100 € in Kryptowährungen zu benutzen. Das heißt, ihr müsstet hier, wenn ihr, sagen wir mal, Bitcoin kaufen wollt, müsst ihr für 100 € Bitcoin kaufen und müsst circa 80 € Fees, ja okay, von mir aus nicht ganz so viel, aber 30 € Fees oder sowas bezahlen, was einfach nur totaler Bullshit ist. Das heißt, es macht nicht wirklich hier Sinn, ohne vollständige Verifikation Bitcoin zu kaufen.
Andere Kryptowährungen kann man kaufen, ist aber trotzdem natürlich mit Fees belastet und sowas, aber die sind teilweise niedriger als bei Bitcoin zum Beispiel. Also ihr seht hier auch, man kann auch Ether kaufen, Monero, Stratis oder Stratis, Neo, Ether Classic, ihr könnt selber lesen. Also die ganzen anderen Altcoins kann man hier auch tatsächlich kaufen, aber halt ohne vollständige Verifikation mit einem harten Limit. So, kommen wir zum letzten, was ich euch erstmal vorstellen will. Es können noch weitere Videos in diese Richtung kommen. Und zwar sind wir hier bei Bitfinex. Bitfinex ist World's largest and most advanced cryptocurrency trading platform. Das ist das, was sie selber behaupten. Bitfinex ist eine wirklich sehr, sehr große Plattform. Da kann man sehr viele Kryptowährungen, wie man hier unten sehen kann, die könnt ihr dort alle kaufen. Das Problem, was momentan oder was inzwischen bei Bitfinex aufgetreten ist, das war jetzt gerade vor ein paar Wochen oder sowas, da haben sie eine Meldung gepostet, man kann jetzt ab sofort keinerlei Kryptowährungen mehr kaufen, außer man überweist schon 10.000 US-Dollar erstmal in dieses Konto rein. Das muss man sich mal geben. Und diese 10.000 US-Dollar, die könnt ihr auch nur hinüberweisen, wenn ihr euch vollständig verifiziert habt. Das heißt, ja, ziemlich heftige Sache. Also ich persönlich finde, das ist ein großes Manko an Kryptowährungen momentan gerade, dass man sich überall erstens mal vollständig verifizieren muss und zweitens, dass man einfach so ein riesiges Limit hat, beziehungsweise erstmal so einen riesigen Geldbatzen reinüberweisen muss. Und ja, also das ist meine persönliche Meinung. Falls ihr irgendwie eine Alternative oder sowas sucht oder habt oder sowas, dann schreibt ihr einfach in den Kommentaren oder schreibt mir von mir aus eine Mail oder sonst irgendwas. Und vielleicht stelle ich noch weitere Plattformen vor. Ich kenne noch ein paar andere, die habe ich allerdings persönlich noch nicht ausprobiert. Ich müsste mal noch einen Kollegen anfragen, der macht das Ganze ein bisschen besser als ich. Der hat sich bei mir angemeldet, hat mehr ausprobiert und so weiter. Der hat einfach ein bisschen mehr Erfahrung. Ich habe tatsächlich nur mit den dreien, die ich euch jetzt gerade vorgestellt habe, zumindest aktuell gerade Erfahrung. Aber wie gesagt, bis das Video rauskommt, dauert es auch noch ein bisschen von dem her. Gut, wer weiß, vielleicht habe ich bis dahin mehr Erfahrung. Okay, und das war's von meiner Seite erstmal wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr freut euch auf nächstes Mal. Bis dann. Ciao.